So, die Köpfe haben wir geputzt. Jetzt mache ich einen Presskopf ohne Gelatine, sondern nur mit Schwarten. Da habe ich einen Sellerie, eine Möhren, einen Lauch, eine vordere Stelze ohne Knochen und die Schwarten. Und das koche ich jetzt ab. Das erste, was ich mache, ist das Wasser salze ich mit 18 Gramm pro Liter vor. So eine. Das rühre ich ein bisschen um. Dann gebe ich das Suppengemüse rein, die Stölzen und die zwei Köpfe. Das wäre jetzt ungefähr eine Stunde, eineinhalb Stunden zu lassen. Und dann kommt die Schwarten dazu. Aber das zeige ich Ihnen nachher, wie es weitergeht. Ich gebe die Schwarten dazu. Ungefähr eine halbe Stunde. Sie sollen aber, wenn sie fertig sind, mit dem Daumen noch zum Durchdrucken sein. Nicht zu weich, aber auch nicht zu hart. Den Schweinekopf gebrüht. Und wie sehe ich jetzt, ob das, das ist von Suppengewürz. Was, wenn ich so reinkomme mit dem Finger, dann ist der Schweinekopf genug gekocht. Da müssen wir mit dem Finger durchkommen, durch die Schwarten. Und dann passt das. Jetzt gebe ich den Schweinekopf kurz ins kalte Wasser, nur nicht zu lange, weil sonst verliert er sehr viel an Geschmack, außer gerade nicht so brennheiß ist. Jetzt schneide ich die Stölzen zusammen. Ich schneide alles so in kleine Streifen. Das weg. Also schauen, dass die Sülze nicht zu fett wird, weil das mag halt keiner mehr wirklich. Und wir sehen da die grauen Stellen, die werden noch ein Ding wieder rot. Das wird rot. So, mal so her. Jetzt kommt der Kopf. Wie gesagt, nur ganz kurz ins kalte Wasser. Der ist sicher zu heiß jetzt. Und wenn wir es da jetzt anschauen, da ist ein kleiner Knochen drin. Siehst du das? Rausholen. Wenn junge Schweine sind noch verknorpelt, weil junge Schweine, das ist das Zungenknochen. Schauen Sie, wenn es nicht maß und sie passen nicht auf, dann glaubt man, da ist ein Mausknochen drin. Dabei ist das Zungenknochen. Jetzt. Ja, mal schauen, dass wir das gleich reinbringen, sonst kann man nicht gar einen Knochen dazu kriegen. Und auslösen. Sauber. Und das, schauen Sie, dass es jetzt so grau ist. Das ist nur nicht durchgebügelt. Aber das wird. Das wird, wenn Sie das mit Bügelsalz salzen und das sind die Gehörgänge vom. Da ist ein Knorpel drin, da oben, und das sind die Gehörgänge. Die nehme ich jetzt nicht, weil mir wird es dann zu fett. Aber wenn es einmal jetzt eine schlechte Zeit kommt oder wo Hunger ist, dann würde man das Fett natürlich auch nehmen. Gell? So, und wie gesagt, ich schneide sie in schöne Streifen an. Aufpassen, dass man nicht zu fett wird. Es ist schon zu fett. Jetzt mal weg. Und die Sülzen, ich werde sie noch mit Naturgewürz würzen. Essig, ich mache sie nicht so sauer. Da ist ein Knorpel drin, so weg. Das geht dazu. Und gewürzen ist sie so mit ohne. Ich mache das ohne Gelatine. Ich mache das mit den Schwarten. Die lasse ich die 10 mm Scheiben des Wolfes durch. Und das geht einwandfrei. Schauen Sie, das ist halt Drüsen, die kommt weg. Wenn Sie Drüsen anschneiden, ja, da sehen Sie, das ist so grob Faser, so grob, das ist eine Drüse, die kommt weg. Du hast wieder erst das Zungenbein, den kleinen Knochen, schauen Sie. Das Zungenbein, das kommt auch weg. Dann nehme ich den Unterkiefer.
1,5 Kilo. Ich habe die Schwarten gekocht. Ich kann sie leicht mit dem Daumen durchdrücken. Sehen Sie das? Dann ist es fertig. Da nehme ich jetzt 250 Gramm. Ich nehme 60% Einlagefleisch, 10% Schwarten und 30% Wasser. Die Schwarten verschiebe ich durch den Wulf, durch die 10er-Scheiben. Sie können auch die 12er-Scheibe nehmen, eher grob. Was aber jetzt gemacht werden muss, die Schwarte muss gewaschen werden, genauso wie das Einlagefleisch. Das gehört rein. Da schüttet einfach noch heißes Wasser drüber, damit das Fett schön abledern kann. Jetzt waschen wir es wieder mit heißem Wasser durch. Jetzt tun wir das da her. Jetzt geben wir den Kopf, die Schwarten. Essig, dann brauchen wir 750 Liter heißes Wasser. Noch bei den Gewürzen habe ich eine Zwiebel geschnitten, gebe ich dazu. 0,5% ungefähr. Dann habe ich dabei 2 Gramm Zucker, 2 Gramm weißen Pfeffer, 1 Gramm Knoblauch. Dann habe ich Piment, Kardamom und Muskatnuss. Ungefähr, das wird vielleicht auch halber Gramm sein. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, weil es so wenig ist. Da gebe ich gleich so auf Gefühl rein. Salz wird auch abgehen. Hier geben wir 40 Gramm dazu. Drei ist gut erreichen. Das geben wir dazu. Das mischen wir jetzt schön gut durch. Die Brühe, das Wasser dazu, 750 Gramm. Jetzt gebe ich einen Schluck Essig. Essig gebe ich nicht zu viel, nur einen Schluck. Das reicht. Ein bisschen Salz dazu. Ein bisschen Salz wird es wenig sein. Sollte schon passen. Das holen wir uns da ein. Ich lasse jetzt die Luft raus. Sehen Sie das? Und jetzt binde ich es ab. Einmal. Das passt so jetzt. Und das brühe ich jetzt 2 Stunden bei 80 Grad. Jetzt habe ich die 2 Stunden gekocht oder 2 Stunden gebrüht mit 80, 85 Grad. Jetzt hole ich sie raus und kühle sie kurz im kalten Wasser ab. Das darf aber nicht zu lang sein.
Und nachher, bei der Sülze müssen Sie aufpassen, sie soll auskühlen, nachher also ruhig lassen werden. Da soll man sie umgreifen nachher und umschütteln. Sie soll eher, das dauert ungefähr so 24 Stunden, 18 bis 24 Stunden, bis sie noch richtig ausgehärtet ist. Ich lasse jetzt auch so 10, 15 Minuten im kalten Wasser, lege dann ein Brett drauf, dass sie gepresst wird. Man soll sie auch vielleicht dann noch 2-3 Mal drehen. Die ist ohne künstliche Gelatine hergestellt worden. Die schneiden wir sie mal an. Schauen Sie, da habe ich ein sehr kleines Pick drin. Das ist durch die Spaten. Und so soll es eigentlich ausschauen. Ist nicht zu sauer. Ganz einfach zu machen. Da kann ich jedem empfehlen, das ist kein großes Kunstwerk. Das ist mit Spaten gekocht. Das Pick ist klar. So ist es früher halt gemacht worden. Auch die Fleischstücke, Magerfleisch ist schön. Dann sieht man ein bisschen von den Zwiebeln. Alles gut. Gekostet habe ich da schon, nicht passt. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich, Ihr Profi-Metzger Ralf.